Ja, heute teste ich mal Hugo Troll Race 2 für Smartphone halt, als Android. Ja, ich habe Hugo, das Spiel für den Gameboy. Und ja, darauf bin ich halt auch mal, hab ich mal im Play Store geschaut, was es für Hugo-Spiele auch für Smartphone gibt. Und so bin ich halt auf dieses Spiel gestoßen. Das ist so ähnlich wie Sublet-Servers aufgebaut. Ja. Einfach mal spielen. Ja, wie ihr seht schon, ist so ähnlich wie Sublet-Servers halt. Und das originale Hugo war ja auch irgendwie so, dass man irgendwie ja ausweichen muss für den Gameboy. Hey, auf dem Tunnel. Ja, unterwegs sozusagen sofort. Jetzt sind wir in einer Unterwelt. Ja, es ist halt ein Endlosspiel. Ja, halt typisches Smartphone-Game halt.
hört macht ja immer genau da was, wo man sich das gescheitert ist, wie es aussieht. Ich hab doch rumgewischt, Alter. Da geht's aber nicht weiter, oder? Doch. Ach, jetzt läuft Hugo und ist nicht mit seiner Lore unterwegs. Spin Night Games. Na, das jetzt werde ich noch machen hier. Und dann denke ich mal, habe ich einen kleinen Eindruck von diesem Game bekommen. Na, bewerten wir das Spiel. Es ist halt ein typisches Smartphone-Spiel halt. Bewerten würde ich das halt so. Sterne. Sind mit 7 Punkten so. Von Skala 1 bis 10 7 Punkten. Es klingt halt so ein Smartphone-Spiel, erfüllt es seinen Zweck halt. Wie gesagt, für ein Smartphone-Spiel erfüllt es seinen Zweck und ja, mehr gibt es eigentlich nichts zu sagen. Dann bis zum nächsten Video, also bis zum nächsten Test. Ciao!